Tori und Uke fassen sich in Revers und Ärmel. Uke wiegt mindestens so viel wie Tori, im Idealfall für diese Tomonaga-Variante ist Uke bis doppelt so schwer wie Tori. Je schwerer Uke im Verhältnis zu Tori ist, benötigt es für diesen Wurf keinen Druck oder Schub. Tori zieht sich an Uke mit einer Bewegung heran und setzt gleichzeitig beide Füße in den Leistenseiten an. Durch den unveränderten Griff der Arme und angesichts der Schwerkraft hängt Tori nun an Uke, bevor er Uke kopfüber parallel durch Heranziehen der Arme und Strecken der Beine wirft.